Willkommen im Zeitalter des Spiels. Nach dem Industriezeitalter und dem Informationszeitalter sind wir nun im Ludic Century gelandet, im Jahrhundert des Spiels. Gamification nennt sich der Trend der Zeit. Spiele halten Einzug in alle Bereiche der modernen Gesellschaft. Wer sich fit halten will, tut es mit Zombie Run. Zombies attacked a nearby farmhouse. Ein Audiospiel. Anweisungen per Kopfhörer verwandeln das tägliche Joggen in eine Flucht vor Zombies. I Spy 2020. Ein Sehtest basierend auf einem Videogame. Entwickelt speziell für Kinder. Mit dem australischen Run That Town kann man politisch aktiv werden und Vorschläge einbringen, wie die Stadt, in der man lebt, besser regiert werden kann. Die Stadt als Spielfeld. Wie kann man den urbanen Raum spielerisch wahrnehmen? Wie verändern? Der Kongress Replace the City brachte Game Designer und Spielphilosophen in die Zürcher Gessnerallee. Welchen Blickwinkel ermöglichen Spiele auf ein Gebilde wie eine Stadt? Wir haben immer gespielt und Spielen ist einfach eine kulturelle Praxis. Also Spiel hat immer einen gewissen Reduktionsfaktor, wo man etwas versucht einfach zu machen. Man kann im Spielen etwas Komplexes herausfinden, wo ihm dann vielleicht in dieser komplizierten Welt hilft, eine Möglichkeit tatsächlich zu realisieren. Wie die unsichtbare Komplexität einer Stadt, wie die Probleme einer modernen Gesellschaft durch Spiele sichtbar gemacht werden können, das sind die Fragen, mit denen sich Eric Zimmerman, Game Designer an der New York University, beschäftigt. Die Probleme unserer Welt, wie globale Armut, Umweltkatastrophen, Pandemien oder die kulturellen Konflikte, in denen nicht einfach zwischen Gut und Böse unterschieden werden kann. All das sind systemische Probleme. Komplizierte Einzelteile treten dabei miteinander in Beziehungen. Und genau diese systemischen Probleme benötigen eine Art systemischen Denkens, um zu verstehen, wie die Einzelteile ineinander greifen, um ein Ganzes zu bilden. Beispiel Bahnhof. Was beeinflusst hier die Wege der Menschen? Um das zu erforschen, erfinden die Kongressteilnehmer ein Spiel. Wie Detektive verfolgen sie einzelne Passanten, beobachten Gehwege, Emotionen und Verhalten im scheinbaren Chaos. Wenn man im öffentlichen Raum spielt, dann tut man Dinge, die man normalerweise nicht macht. Aber gerade dieses Verhalten hilft, festgefahrene und traditionelle soziale Strukturen zu erkennen. Spielerisch lernen, die Welt verständlich machen, durch eine neue Perspektive, einen Rollenwechsel. Im Computergame Data Dealer wird der Spieler zum Bösen, begibt sich in die Schattenwelt des digitalen Zeitalters. Daten sind das Kapital, nach dem alle begierig lechzen. Als Spieler wird man zum Dealer, klaut Daten und setzt sie gewinnbringend ein. Man lernt Strategien kennen, Vertriebswege, die ganze große Welt des Datenhandels. Ein bitterböses politisches Spiel zum besseren Verständnis unserer Gegenwart. Spielen als Haltung, als Methode, um die Welt zu erforschen, ja zu verändern. Ist das die Zukunft? Nach wie vor produziert die Unterhaltungsindustrie vor allem Games, die kommerziell erfolgreich sein müssen, die den Kick von Sieg oder Niederlage bedienen. Doch im Zuge der Gamification setzen immer mehr Spiele auf soziale Intelligenz, auf Kooperation anstatt Konkurrenz. Das Interessante am Spiel ist das, was Psychologen das zweckfreie Verhalten nennen. Das bedeutet, man tut etwas nur sich selbst zuliebe, weil man Lust am Spielen hat. Und deshalb kann Spielen auch das Gegenteil von zielorientiertem Verhalten sein. Spielen kann bedeuten, schräge Strategien zu wählen, über Umwege zu denken und ungewohnte Pfade zu beschreiten. Über 100 Millionen Menschen sollen es sein, die in Europa täglich in die Welt der Games eintauchen. 100 Millionen Möglichkeiten, unsere Welt zu verstehen, sie bunter und besser zu machen. Wenn das kein guter Anfang ist.